Leute, ganz wichtiges Video. Wunderschönen guten Tag und es ist was Schreckliches passiert. Im Hause Klaassen, meine Freunde, hat der NSA, nee, doch, die NSA hat im Hause Klaassen Einzug gehalten. Chat, mein Gott, D-King fährt einen CLA 45. D-King fährt einen CLA. Wenn ich diese Videos nicht mache, wenn ich diese Videos nicht mache für D-King, Leute, dann kann der seinen Mercedes nicht bezahlen. Ich muss auf sowas reagieren. Ich suche mir das nicht aus. Dieser Typ hat sich einen CLA 45 gekauft. Ich muss darauf reagieren. Ich muss. Prank an Bibi. Im ganzen Haus sind Augen. Okay, ich bin gespannt, ob es die Kameraaufnahmen auch gibt. Entschuldigung. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen... Ist das Bibi? Video. Das ist die liebe... Ich dachte gerade, das wäre Bibi. Das ist doch nicht Bibi, oder? Nein, das ist nicht Bibi. Mona, klar, natürlich. Digga, what the fuck? Ich dachte gerade... Hä? Sie hatte auch die Videoidee hier. Und zwar hat sie mir auf Instagram ein Video geschickt, wie irgendein Typ... Ich darf nicht zu laut reden, die Bibi ist gerade oben, macht Mittagsschlaf. Mittagsschlaf, belehrt. Ich muss mittags streamen, damit ich meine Miete bezahle. Scheiße. Gegenstände seiner Frau so Augen geklebt hat. Bam, bam. Dachte ich mir so, bestell mir doch mal 1,6000 Augen. Also 1600. Und kleben die jetzt einfach überall hin. Bis die Bibi aufwacht, ist alles voller Augen. Auch Bibis Augen sind voller Augen. So Leute, hier ist jetzt zum Beispiel eine Soße. Und dann klebe ich hier... Die sieht so teuer aus, die Soße. Garlic, Rosemary, Citrus Soße. Olo, und bei mir gibt's Hiller Gewürzketchup. Ein Auge. Nicht mal die große Flasche, die kleine nur. Und hier, das ist die... Bah, da stinkt jetzt richtig das Mikrofon. Die dümmste Scheiße, die ich jemals gemacht habe. So. Ich fühle das. Und gleich, wenn wir alles hier bekleben, macht man den Kühlschrank auf und alles glotzt dich an. Das finde ich geil. Der soll zwei auf seine Eier machen. Deutsche Prank, Bro. Oder ich finde die Idee nicht mehr lustig. Ja, hier klebt das auch richtig gut. So, haben wir schon mal eine Glotztasse. Guck mal, sieht voll cool aus. Als hätte der so Haare. Ja. Hier oben die Tüte, die wird auf jeden Fall mit zwei Augen bekommen. Oh, guck mal, das ist jetzt hier der Mund. Hallo. So. Wenn er zwei auf sein Arschloch, auf seinen Arsch macht, dann hat seine kleine Loch, ist der Mund und er kann aufmachen und dann ist wie, als wird der Schokoriegel rausmachen, aber andersrum. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall schon, der ist mein Favorit. Schon eine funny Idee. Ein paar Glotzer im Schrank stehen. Eigentlich, wenn man so genau hinguckt, ist hier alles am Glotzen. Oh mein Gott, jede Birne wird beklebt. Orange. Birne wahrscheinlich. Okay, unsere nächste Baustelle ist jetzt dieser Tannenbaum hier. Wir werden alle Kugeln bekleben mit Augen. So sieht's mittlerweile aus. Wieso haben die einen Tannenbaum? Es ist Januar. Februar ist es. Oh Mann, von weit. Ist es nicht Karneval heute? Doch, heute ist Karneval. Kann ich mich jetzt im Stream besaufen? Nee, oder? Dann sieht man es, glaube ich, gar nicht so krass. Mandarine, mein Gott, Mandarine ist die kleine Schwester von Orange. Seid ihr dumm? Mandarine ist wie eine Orange, nur klein und süß. Das ist doch klar, habt ihr nicht Fruchtlehre gehabt in der Schule? Was, aber wenn man dann doch mal hier... Jeder Einbauschrank wird mit Augen beklebt. ...angeht, dann ist es schon ziemlich krank. Emmy ist übrigens oben aufgewacht. Ich hoffe, dass die Bibi jetzt noch was oben bleibt. Schnell das Kind mit Augen bekleben. Sonst werde ich sie dann gleich wieder hochschicken. Okay. Ne? Ja, ja, Daumen hoch. Ich finde die Idee schon irgendwie süß. Hoch, folgt mir auf Instagram, Julian Kotoschrieb. Bibis Brillen. Warum hat die so viele Brillen? Ich habe zwei Sonnenbrillen, ich habe beide verloren. Stimmt nicht, ich habe noch eine extrem lächerliche Sonnenbrille. Wartet. Dicker, hast du noch Teile? Dicker, hast du noch was? Dicker, kannst du mich Gästeliste bringen? Dicker, kannst du mich Gästeliste... Okay. Das ist bis jetzt am allerlustigsten. Das ist wirklich so lustig. Was? Aber wirklich meine nicht, ne? Nur Bibis. Nein, das ist auch korrekt so. Hallo. Was hältst du von Glubschen und Weintrauben? Das ist geil. Wir müssen irgendwo hinhängen. Zieht euch mal den Wasserhahn rein. Hallo, ich bin der Wasserhahn. Sogar mit der Nase, ne?
Oh, müsste man noch nicht immer diese Folie da abziehen. Boah, ich bin auch voll gespannt gleich auf Leos Reaktion. Papa, Mama, gucken! Lecker ist schon Donnerstag? Ich schwör's euch, so langsam guckt hier alles. Alles ist am Glotzen. Geil, wo willst du die hinpacken? Ich habe 1000 Kameras im Haus meiner Frau angebracht. Hier so hinlegen. Stellt euch vor, jedes Auge ist eine Kamera. Zieht euch jetzt mal unseren Wohnzimmertisch an. Rein. Was habe ich gesagt? Ich ziehe mir deinen Wohnzimmertisch an, wenn du mich einlädst zu dir nach Hause, klar. Schaut euch an. So viele Birnen. Hier guckt einen wirklich alles an. Bibi ist übrigens immer noch nicht unten. Man kann hier wirklich an keiner Ecke vorbeigehen, wo man nicht angegafft wird. Hier auch sehr geil. Der Typ hier ist mein Favorit. Der hat schon so viele Favoriten, das ist unfair. Sag jetzt, wer wirklich dein Favorit ist. Ist auch sehr lustig. So, weil der Affe hat neue Augen bekommen. Die Bananen hier haben Augen. Oh, geil. Die kriegt auch alle Augen. Ja. Henry de Hoover. Okay, solange die Bibi oben ist, dachten wir, drucken wir auch noch ein paar Augen. Wie groß aus. Hast du die bitte ausgedruckt? Schielen? Ja, ich find's cool, wenn der schielt. Ja, mach mal. Ja? Sieht toll aus. Wir haben jetzt hier... Hallo. Die sieht wunderschön aus. Wir haben jetzt hier noch ein paar Blätter angeklebt. Mhm. Okay, jetzt bin ich aber auf Bibis Reaktion gespannt. Warte, ganz kurz. Belätsch, Julienko, schrei mich doch bitte nicht so an. Es ist 5:30 Uhr nachmittags. So ist besser. Ja, komm. Ja. Davon träume ich nachts. Dass mich ganz viele Bilou-Flaschen angucken, während ich schlafe. Alle Augen. Das sind nicht die einzigen Produkte mit Augen wahrscheinlich, ne? Oh nein. Ach, was hast du gemacht? Oh nein. Nicht die Einbauschränke, Julienko. Nicht die Einbauschränke! Da siehst du besser. Boah, Julian, wir, die gehen alle nicht mehr ab. Doch. Chillig. Meine Schuhe haben ja auch Augen. Deine Schuhe haben auch Augen, richtig. So, jetzt komm, mach mal weiter jetzt hier. Mach mal die Augen auf. Auch deine Augen haben Augen. Ja! Komm. Ich find schon... Oh, das sind ja Riesenaugen. Oha. Oh nein. Das sieht so cool. Hey, das hatte doch vorher schon Augen, oder? Das hat vorher schon Augen gehabt. Wenn nicht, wäre es ultra weird. Das muss vorher Augen gehabt haben. Wenn das keine Augen gehabt... Da ist noch eine Küche. Die haben zwei Küchen. Die sind so... Da ist ein BMW... Mercedes. Cool aus. Die sind so reich. Du bist auch schon ein bisschen gestört, ne? Das hat ja alles Augen. Alles hat Augen. Was ist das? Sogar meine Handtasche hat Augen. Die Louis Vuitton-Tasche. Die Weintrauben haben Augen. Die Weinaugen. Geil ist das denn? Das ist ein richtiges Kunstprojekt. Habe ich auch gesagt. Ich will nur deinen Entspannungsantrag. Guck mal, die tauchen sogar da, die alles in diesem Haus hat. Das ist Waterboarding. Augen, Bianca. Frank? So, was? Die gucken doch ganz nett. Vielleicht? Guck mal, die Klimaanlage, Bibi. Ich will sowas auch machen. Aber alles in meiner, also ich mach's mit meinem Mitbewohner, aber ich mach überall in seinem Zimmer, mach ich diese Aufkleber mit Arschloch drauf oder mit so einem. Das reicht jetzt. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die dich aber. Das ist verstörend. Ist dir bewusst, dass du das gleich alles wieder abmachen musst? Nein, das machst du. Das ist ja der Prank. Das ist ja, oh mein Gott, das ist richtig gruselig. Wieso zeigt der Mittelfinger jetzt mein Video nicht monetarisiert? Wer hat das gemacht? Die Mona. Das ist auch sehr lustig. Ich muss zugeben, eine sehr, sehr lustige Aktion. Fühlst du dich beobachtet? Ein bisschen schon, ja. Vor allem, wenn ich hier in die Richtung gucke mit den großen Augen. Leo, guck mal, was ist das denn? Hier, geh mal nach links. Oh, oder da, ja genau. Mann, wieso kann ich nicht auch mit sowas einfach 10 Millionen im Jahr verdienen? Guck mal, was auf den ganzen Kissen drauf ist. Warum kann ich das nicht? Wieso kann ich nicht auch einfach Augen irgendwo draufkleben und damit 10 Millionen haben? Heute ein Haus zugeschickt bekommen, war wunderschön, ich hab's mir angeguckt, Haus, Preis 3 Millionen, belehrt, vorbei.
Das interessiert den nicht. Komm, Bruder, lass machen. Oh, Julian Bam ist im Chat. Ich gebe Julian Bam schnell VIP. Wollt ihr wissen, warum? Julian Bam ist extrem reich. Bei mir kriegen nur reiche Leute VIP. Julian Bam, ganz viel Spaß damit. Ich komme mit dir mit. Geh mal gucken. Guck mal, siehst du die ganzen Augen? Er sieht nur die Trauben. Hier ist alles voller Augen. Okay, das war Leos Reaktion. Trauben. Ich habe so Hunger. Augen jetzt wieder. Also ich fand, der Prank war eine 11 von 10, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war gut. Das war lustig, das war gut.